Hallo, herzlich willkommen beim YouTube-Kanal von Interspar. Ich bin Sally und heute gibt es eine Schokotorte. Die sieht so aus. Und zwar ist es eine Torte. Unten ist ein Brownie-Teig. Da sind auch ganze Nüsse mit dabei. Also Macadamia, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse. Hab da einfach eine bunte Nussmischung genommen. In der Mitte stecken richtig schöne und lockere Biskuitböden. Darin ist eine Quark-Schokoladencreme. Oben drüber diese Espresso, ja, dieser Espresso-Schokoguss und Beeren. Also ist alles perfekt. Schokolade, Nüsse, Espresso-Creme, Beeren. Man muss aber sagen, es schmeckt gar nicht so sehr nach Espresso. Also wenn jetzt jemand sagt, ich mag keinen Kaffee, probiert es trotzdem aus. Auf jeden Fall. Und ich zeige euch jetzt zuerst einmal die Zutaten für den Biskuit. Damit geht's nämlich los. Für den Biskuit brauche ich 4 Eier, 90 Gramm Zucker, eine Prise Salz, etwas Vanilleextrakt, 60 Gramm Mehl und 25 Gramm Kakaopulver. Für den Biskuit nehme ich jetzt die Eier. Die kommen jetzt hier in eine Rührschüssel. Da kommt der Zucker mit dazu. Salz. Und etwas Vanilleextrakt und dann kann ich die Eier-Zuckermischung etwa 10 bis 15 Minuten cremig verrühren. Und das ist auch ganz wichtig, damit wir einen richtig schönen, lockeren Biskuit erhalten. So cremig sieht jetzt die Eier-Zuckermasse aus und genau so benötige ich sie. Und da kommen jetzt die trockenen Zutaten rein, also Mehl und Kakao. Und damit die Klümpchen verschwinden, gebe ich die Zutaten einfach durch ein Haarsieb. Und die Zutaten könnt ihr jetzt ganz vorsichtig unterheben. Die Biskuitmasse fülle ich jetzt in meinen Backring ein. Den habe ich bereits auf 20 cm Durchmesser eingestellt. Und so kann der Biskuit jetzt im vorgeheizten Backofen gebacken werden und ich zeige euch schon mal die nächsten Zutaten. Für den Brownie-Teig brauche ich 100 Gramm gehackte Nüsse, 115 Gramm Butter, 150 Gramm Zartbitterschokolade, 150 Gramm Zucker, einen Espresso, 2 Eier, etwas Vanilleextrakt und einen halben Teelöffel Salz, 100 Gramm Mehl, 30 Gramm Kakaopulver und 25 Gramm backfeste Schokodrops. Für den Brownie-Teig habe ich jetzt bereits die Butter und die Schokolade geschmolzen und die verrühre ich jetzt hier in der Schüssel. Da kommen jetzt die Eier mit dazu, auch der Espresso und das Vanilleextrakt. Also jetzt habe ich alle flüssigen Zutaten und kann die flüssigen schon mal verrühren. Jetzt kommen die trockenen Zutaten dazu, also Zucker, Salz, die Schokodrops, Kakaopulver und Mehl und natürlich auch die Nüsse. Und jetzt kann ich alles ganz kurz verrühren. Den Brownie-Teig fülle ich jetzt in meinen Backring ein und verteile ihn gleichmäßig. Und so kommt er jetzt in den vorgeheizten Backofen und kann gebacken werden. Der Biskuit und der Brownie-Teig sind jetzt abgekühlt. Den Biskuit schneide ich jetzt zweimal durch. Und da kommt nämlich dann gleich die leckere Schokocreme rein. Und dafür zeige ich euch da vorne mal die Zutaten. Für die Schokocreme brauche ich 100 Gramm dunkle Schokolade, 500 Gramm Magerquark, 400 Gramm Sahne, 50 Gramm Puderzucker und Sanapart. Ich habe jetzt bereits die Schokolade über einem warmen Wasserbad geschmolzen und die kann ich jetzt mit dem Quark verrühren. Und da kommt jetzt noch der Puderzucker mit rein und auch Sanapart.
Die Sahne habe ich auch schon mit Sahnepart steif geschlagen und die kann ich jetzt noch vorsichtig unterheben. Die Creme fülle ich jetzt in einen Spritzbeutel ein und der hat vorne eine ganz große Lochtülle. Damit lässt sich die Torte wirklich sehr gleichmäßig befüllen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Brownie-Teig jetzt zum Beispiel auch tränken mit Espresso, mit einem Rum oder auch mit einem anderen Schnaps, wie ihr möchtet. Aber er ist auch so wirklich saftig genug. Und jetzt wird die Torte damit gleichmäßig befüllt. Und jetzt kommen da die Biskuitböden drauf und ihr müsst da echt drauf achten, das wird ja ein Naked Cake, das heißt außen bleibt da einfach nackt und offen und man sieht eben diese einzelnen Schichten und jetzt muss man wirklich drauf achten, dass man schön sauber arbeitet. Wenn die Creme dann schön gerade ist, kommt der Deckel drauf und dafür habe ich mir einfach den Boden aufgehoben. Und so kommt die Torte jetzt in den Kühlschrank. Die Schokotorte ist jetzt gut gekühlt, jetzt kommt der Schokoguss an die Reihe und dafür zeige ich euch mal die Zutaten. Für den Schokoguss brauche ich einen Espresso, 3 Teelöffel Sahne, 4 Esslöffel Ahornsirup, 2 Teelöffel Kakaopulver, eine Prise Salz, etwas Vanilleextrakt und 50 Gramm Zartbitterschokolade. Jetzt kommen zuerst einmal alle Zutaten, also hier die flüssigen, in einen kleinen Topf. Das heißt der Espresso, die Sahne, der Ahornsirup, der sorgt dafür, dass der Guss schön glänzt und schön fließt. Und auch direkt das Vanilleextrakt. Und jetzt kann ich die Zutaten ganz kurz aufkochen lassen. Hier gebe ich jetzt das Salz mit dazu, Kakao und auch die Schokolade und rühre so lange, bis der Guss richtig schön glänzend ist. Und jetzt lasse ich die Soße etwa eine Minute einkochen, damit sie ein bisschen eindickt. Ich lasse den Guss jetzt ganz kurz abkühlen und dann kann ich ihn über die Torte gießen und mit einer Palette verstreichen, sodass er am Rand herunterläuft. Für die Dekoration nehme ich jetzt noch Brombeeren, Blaubeeren und etwas Minze und die kommen auf die Oberfläche. Jetzt kann ich anschneiden. Nimmt man das, wenn es jetzt so runterläuft, das nennt man doch einen Drip, oder? Ja. Oder auf Deutsch Tropfen. Tropfen, ja, genau. Österreichisch auch Tropfen. Ja. Also ich glaube, die Torte ist schon mächtig. Ein Stück reicht wahrscheinlich aus für die nächste Woche, aber dafür sehr lecker. Wow. Ich lege es hin, okay? Ja. Guck, und jetzt hat man hier diesen schönen schokoladigen Brownie, dann die etwas säuerliche Quark-Schokoladencreme, lockerer Biskuit und den Schokoguss. Schauen wir uns das mal an, Tom. Und unten halt die knackigen Nüsse. Die sind gut. Also ich arbeite mich von unten nach oben, okay? Ja, okay. Okay. Geh einfach so mit der Gabel überall rein. Ja, mache ich jetzt auch. Der Brownie ist natürlich genial. Kann man sagen. Brownie, schokoladig und lecker. Okay, jetzt hol ich mir die Creme. Ja.
Dann hast du eigentlich drei Kuchen in einem, oder? Brownie, Biskuittorte, Schokokuss. Du hast recht. Die Mitte schmeckt echt nicht schokoladig, so ein bisschen. So lockerer halt und lockerer säuerlich. Halt. Okay. Und jetzt hauen wir einen Kaffee. Ich bin ja Kaffee-Liebhaber. Boah. Und? Echt lecker? Ja. Und wer möchte, kann natürlich die komplette Oberfläche mit den Früchten bedecken oder einfach noch Früchte dazu anrichten. Dann hat man noch ein bisschen mehr Frucht mit dabei. Boah, ist das gut? Genial. Wie nennst du den Kuchen jetzt? Das ist eine 3 in einem, oder? Nennst du den 3 in einem? Schokotorte. Ich nenne ihn Schokotorte, glaube ich. Du kannst natürlich ein bisschen cooler klingen, kannst du halt 3 in 1 oder sowas. Ja, so irgendwie. Ja, 3 in 1 jedenfalls, Special Smash Cake. Wenn ihr das Rezept nachlesen wollt, dann schaut einfach online vorbei. Mm. Da könnt ihr die Rezepte nachlesen und vor allem auch die Zubereitung. Ich freue mich auf ein Foto von eurer Torte. Markiert uns auf jeden Fall und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das ist genial. Boah.